Benni, schalt doch endlich diesen nervtötenden Wecker aus. Oh, kein Problem, Fiss. Danke. Aber aus den Federn müssen wir trotzdem. Eine saftige französische Arbeit steht in der ersten Stunde an. Schulstress lässt sich nur entgehen. Vermeidet man es, aufzustehen. Das verklickere mal unserer Mamsell. Die käme dann eigenhändig mit dem Eimer Eiswasser in unser Zimmer, um uns aus dem Bett zu jagen. Hör dir nur Elli an. Die schnarcht wie eine alte Walrossdame und liegt da wie ein Sack Zement. Hey, Elli, aufstehen ist angesagt. Schluss mit Pofen, hörst du? Oh, keine Chance. Da hilft nur Trick 17. Aufgewacht, Elli. Die Reporterin vom Modetrend-Magazin wartet unten auf dich wegen des Interviews. Modetrend-Magazin? Interview? Oh, Mensch, Jenny, unterwegst du mich erst jetzt? Wo ist die Reporterin? Echt genial, Jenny. Oh. Diesen Trick muss ich mir merken. Wie jetzt? Soll das etwa heißen, nix mit Interview. Aber Fragen müssen wir dennoch gleich beantworten. Und zwar die aus Mamsells Französischarbeit. So eine miese Tour. Das werde ich euch beiden heimzahlen. Ganz bestimmt, darauf könnt ihr euch verlassen. Eine Französischarbeit. Und das an einem so herrlichen Morgen. Den würde ich lieber auf unserem Balkon verbringen. Auf einem bequemen Liegestuhl. Und mein Gesicht dabei von der Sonne bescheinen lassen. Ach, hier draußen ist es herrlich. Ich sollte mich besser bei der Hausmutter krank melden und stattdessen... Was ist das? Oh, der Boden unter meinen Füßen. Elli, der Balkon ist an einer Ecke abgebrochen. Elli hält sich nur noch am Geländer fest. So, helf mir doch, ich kann mich nicht mehr halten. Ich versuche, dich reinzuziehen. Ich schaffe es nicht. Du bist so schwer. Jetzt hilf doch mal. Zieh mich hoch. Ich stürze gleich. Jetzt gemeinsam. Ja, gut. Danke. Das war in letzter Sekunde. Um ein Haar wäre ich in die Tiefe gestürzt. Wie gut, dass du dich am Geländer festkrallen konntest. Das hat zum Glück gehalten. Oh, danke nochmal. Ihr beiden habt mir das Leben gerettet. Du blutest ja an der Stirn, Elli. Was? Ja. Oh ja. Aber zeig mal her. Also so schlimm ist es nicht. Trotzdem muss es schnell behandelt werden. Wir informieren sofort die Hausmutter. Und die Direktorin. Sie muss unbedingt klären, weshalb dieser Balkon plötzlich weggebrochen ist. Ja, das machen wir zwei fest, ja? Okay. Und du, Elli, legst dich so lange ganz ruhig aufs Bett und versuchst dich erstmal von dem Schock zu erholen, ja? Okay. Kommst du denn alleine hoch? Das geht schon. Komm, Fiss. Gut. Nachdem Fiss und Jenny die Direktorin über die Katastrophe informiert hatten, verständigte diese sofort die Feuerwehr und den Krankenwagen, die auch schon wenige Minuten später in der Lindenhofschule eintrafen. Und während Elli in der Krankenstation von den Sanitätern verarztet wurde, begutachteten zwei Feuerwehrmänner im Zimmer der drei Mädchen den Unfallort. Alle Achtung, ihr beiden. Da hat eure Mitschülerin ja großes Glück gehabt, dass ihr zur Stelle wart und sie vor dem Absturz retten konntet. Ja. Uns haben dabei ganz schön die Knie geschlottert. Ja, und die von Elli erst. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn Schlimmeres passiert wäre. Oh ja.
Sie sollten besser sagen, noch Schlimmeres, Frau Theobald. Doch alles in allem ist die Sache ja noch mal glimpflich ausgegangen. Und zum Glück ist niemand in den unteren Geschossen verletzt worden. Also, ich kann mir das alles nicht erklären. Wie kann denn so plötzlich ein Balkon einstürzen? Das wird ein Gutachter von der Baubehörde genauestens prüfen. Die werden wir gleich verständigen. Einverstanden. Schnell rannten die Mädchen die Treppe hinab und in den Hof. Dort stand ihre Direktorin, Frau Theobald, und begrüßte gerade einen großen, bärtigen Mann und eine kleine, gebeugt stehende Frau, die irgendwie schon von Weitem einen feindseligen Eindruck machte. Kommt, wir setzen uns da vorn unauffällig auf die Bank. Da können wir alles hören und sind von der großen Buche verdeckt. Psst, aber leise. Ja. Guten Tag, Frau Theobald, nehme ich an. Mein Name ist Jürgens, ich komme von der Baubehörde. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Mein Name ist Meierhoff. Ich vertrete das Schulamt. Wer angenehme. Nun, Frau Theobald, nach einer ersten Untersuchung muss ich Ihnen leider sagen, dass alle Balkone dieses Gebäudes leichte Risse aufweisen. Das muss selbstverständlich unverzüglich behoben werden. Was? Alle Balkone? Ach du meine Güte. Ja, natürlich muss das sofort gemacht werden. Die Kollegen von der Feuerwehr haben erst einmal sämtliche Zugänge zu den Balkonen sowie das Gelände darunter abgesperrt, bis sich ein Architekt die Sache genauer ansehen kann. Erholen Sie sich erst einmal von Ihrem Schrecken, Frau Theobald. Es ist ja glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen. Also dann, auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen, Herr Jürgens. Ja, kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Frau Meierhoff? Ich muss mich jetzt um meine Schülerin kümmern. Ich bin ja so froh, dass niemandem etwas passiert ist. Ob Sie etwas für mich tun können? Das ist ja wohl unerhört, so ahnungslos zu tun. Sie sind doch schon vor Monaten aufgefordert worden, diese Mängel zu beheben. Ihr Verhalten ist wirklich unverantwortlich. Wie bitte? Wovon sprechen Sie denn? Ich spreche von der Bauprüfung im letzten Jahr. In meinen Unterlagen finde ich einen monatealten Vermerk über erhebliche Mängel in der Bausubstanz. Außerdem habe ich hier ein Schreiben, in dem Ihnen mitgeteilt wurde, dass die Balkone nicht mehr betreten werden dürfen. Und zwar wegen akuter Einsturzgefahr. Ein Schreiben? Einsturzgefahr? Das höre ich heute zum ersten Mal. Da muss ein Fehler vorliegen. Auch von einer Bauprüfung weiß ich nichts. Nach den Sanierungsarbeiten im letzten Jahr hat der zuständige Architekt überhaupt nichts... Er hat Sie zuerst mündlich und später auch schriftlich dazu aufgefordert, die Balkone zu sperren und unverzüglich ein Bauunternehmen zu beauftragen. Aber nein, so ist es nicht gewesen. Daran müsste ich mich doch erinnern. Nun platzt mir aber gleich der Kragen. Jetzt täuschen Sie auch noch Ahnungslosigkeit vor. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand mit so wenig Verantwortungsbewusstsein eine Schule leiten darf. Geben Sie doch wenigstens zu, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Oh, das würde ich doch sofort tun, wenn ich wüsste, was ich falsch gemacht habe. Ich hatte doch keine Ahnung, dass die Balkone... Keine Ahnung? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, Frau Theobald. Und ich denke, mir wird gar nichts anderes übrig bleiben, als Sie vorerst vom Dienst zu suspendieren, bis wir diese unangenehmen Vorkommnisse geklärt haben. Ach du meine Güte. Das gibt's doch nicht. Raus aus der Kuhle und auf zur Aktion Rettet den Lindenhof. Oh,
Hat der Wecker denn schon geklingelt? Na, das war ja wohl nicht zu überhören. Das sagt mir ja die Richtige. Also jetzt hört auf, euch anzuzicken. Es gibt Wichtigeres. Und wir sollten keine Zeit verlieren. Ich bin am Start. Gut. Ziehen wir uns an oder ziehen wir die Sachen im Pyjama durch? Wir bleiben im Schlafanzug, Jenny. Falls uns auf dem Flur eine Lehrerin auf dem Gang zur Toilette begegnen sollte, könnte sie sonst Verdacht schöpfen. Ja, alles klar. Hast du die Taschenlampen da? Ja. Mal. Hier. Fang. Ja. Klasse. Und seid bloß vorsichtig und lasst euch nicht erwischen. Ja, wird schon schief gehen. Und jetzt kommt Jenny. Na klar. Unheimlich ist es hier. Hier oben ist ja alles dunkel. Deshalb haben wir ja auch unsere Taschenlampen dabei. Warte mal. Da vorne ist das Lehrerzimmer. Und dahinter das Büro von Frau Theobald. Siehst du? Und was machen wir, wenn das Büro abgeschlossen ist? Ach, Pessimismus ist jetzt viel am Platz, Jenny. Außerdem schließt unsere Direx ihre Bürotür grundsätzlich nicht ab. So, da sind wir. Ah. Voilà. Wer sagt's denn? Klasse! Dann mal hinein in die gute Stube. Ich ziehe als erstes die Vorhänge zu. Hm? Dann sieht man von außen die Lichtkegel unserer Taschenlampen nicht. Ah, gute Idee. Weißt du was? Hm? Vorhin war ich noch voller Tatendrang. Aber jetzt habe ich echt Schiss. Oh nein. Doch. Wenn uns hier jemand erwischt, wie wir die internen Papiere unserer Direktoren durchwühlen, dann... Oh nein. Ein Rückzug ist jetzt ausgeschlossen, Fiss. Und wie lautet das bekannte Sprichwort noch? Wer A sagt, muss auch B sagen. So kann man es natürlich auch sehen. Also dann, machen wir uns ans Werk. Ja. Da steht das Regal mit den Aktenordnern. Was steht denn drauf? Warte mal. Schulgeldkonten. Reparaturen. Abrechnungen. Lehrmaterialien. Hier, da. In der unteren Reihe, Jenny. Ehemalige Schülerinnen. Hey, das sind gleich 5 dicke Aktenordner. Dann hatte Hanni also recht. Zeig doch mal. Leg sie mal hier auf den Tisch. Na und? Ja, warte. Wow! Volltreffer! Sadie Green, unsere Mitschülerin aus Amerika.